Da sind wir wieder bei Dive TV. Bei mir heute der Sönke von der Firma Aqualung. Sönke, schön, dass du da bist. Hallo Tom. Und du hast einen Tauchcomputer mitgebracht. Genau. Welchen? Ich habe genau genommen 3 Tauchcomputer mitgebracht. Mhm. Und zwar unser neues Modell, den Aqualung i450T. Mhm. Ein Computer eigentlich für jedermann, der halt sowohl einen Tauchcomputer als auch vielleicht eine modische, schicke Uhr immer dabei haben möchte. Und so sehen sie aus. Es gibt da halt 3 verschiedene Farbvarianten. Wir sehen ja einmal den weißen, dann etwas klassischer vielleicht, schwarz mit viel Silber und eine ganz schwarze, neutrale Variante, die ich jetzt am Arm habe. Alle halt optisch sehr schön aufgearbeitet mit wirklich hochwertigen Edelstahl, sowohl die Knöpfe als das Gehäuse, auch die Ringe. Und ja, ich finde, sie sehen toll aus. Das ist richtig, die Frauen wird es freuen. Was kann er denn? Er kann eine ganze Menge. Mhm. Letzten Endes das, was jeder Sporttaucher braucht und ein bisschen mehr. Das heißt, er hat zum einen 4 Betriebsmodi, sowohl einmal natürlich, ich kann ihn tauchen mit ganz normal Luft, dann auch Nitrox bis 100% hoch. Er hat einen Bottom-Timer-Modus, einen sogenannten Gauge-Modus, der halt nur die Tiefe und Zeit einmal dann für mich rechnet. Und er hat auch einen vollwertigen Freitauchmodus. Das heißt, ich kann ihn auch als Freitauchcomputer, als Apnoe-Computer vollwertig nutzen. Diese Funktion hat er auch inne. Das Besondere ist an unseren Computern, es sind die einzigen am Markt, die wirklich eine Kombination von Freitauchen als auch Scuba-Tauchen an einem Tag zulassen. In den meisten Fällen mache ich einen Freitauchgang, sperrt mir der Computer für spätere Scuba-Tauchgänge diesen Computer aus Sicherheitsgründen, bei uns nicht. Es ist aber kein Sicherheitsmanko, es liegt einfach daran, dass unser Freitauchmodus wirklich einen eigenen Algorithmus hat, der genau mitberechnet wird, sodass dieser Apnoe-Tauchgang im späteren Scuba-Tauchgang am gleichen Tag berücksichtigt wird. Wie sieht es mit Alarmtönen oder dergleichen aus? Natürlich. Hat er selbstverständlich auch. Das hat eigentlich jeder Tauchcomputer heutzutage. Natürlich Signaltöne, dass wenn ich zum Beispiel zu schnell aufsteige oder tiefer tauche, als ich es möchte, natürlich ein akustisches Warnsignal habe. Dazu kommt aber noch, dass ich auch nicht nur ein akustisches habe, sondern auch ein visuelles Warnsignal. Das, ich zeige es nochmal hier unten, kann man vielleicht hier erkennen. Ist eine LED verbaut. Ja. Die blitzt mich gleichzeitig an, während sie den Signalton gibt. Das ist eine weitere super schöne Funktion, die es halt bei vielen anderen Tauchcomputern nicht gibt. Okay. Dazu habe ich natürlich noch weitere Funktionen, einfach um Sicherheit, um genaueres Berechnen meines Tauchprofils zu ermöglichen. Das heißt, ich habe zum einen eine, gut klar, Bergseefunktion. Das heißt, wenn ich für gewöhnlich auf einen Bergsee klettere, muss ich dem Tauchcomputer das mitteilen. Bei uns nicht. Das merkt er nämlich automatisch. Er hat eine automatische Höhenerkennung, sodass ich quasi da, ja, unser Slogan bei den Computern ist Complex Made Easy. Das ist also bedienerfreundlich. Ich muss mich um wenig selbst kümmern. Das macht der Computer für mich selbst. Bis zu welcher Höhe kann er das? Hoch. Dass man noch. Genau. Ja, also, der taucht schon gern bei 8000 Meter, ne? Besser. Auf jeden Fall dann nice tauchen. Okay. Ja. Und wir haben weitere Funktionen, wie natürlich einen digitalen Kompass, der mir halt auch natürlich dann bequem die Richtung dann anzeigt, mit Markierungssetzungsmöglich. Wir haben eine Salz- und Süßwasserfunktion, auch um da ein genaueres Tauchprofil zu ermöglichen. Und was natürlich auch ein wichtiges Feature bei diesem Computer ist, dass ich ihn auch mit einem Sender verwenden kann. Das heißt, ich kann diesen Sender an die erste Stufe anbringen und mir halt den Flaschendruck am Computer anzeigen lassen. Und das geht mit bis zu 3 Gasen. Das heißt, ich kann nicht nur ein Gas mitnehmen, sondern auch 3 Nitrox-Gemische bis zu 3 Gase insgesamt. Das heißt zum Beispiel eine Dekoflasche, die ich mitführe, kann ich auch mit einem Sender versehen und mir auch diese dann am Computer anzeigen lassen. Das Schöne ist bei unseren Sendern, dass wir den nicht wie so häufig über einen Frequenzpool paaren, sondern wirklich über die Seriennummer. Die Seriennummer des Senders wird am Computer eingegeben und ist somit eindeutig dem Computer zugeordnet. Das heißt, ein Leben lang bleibt die Seriennummer, es sei denn, ich möchte sie überschreiben. Und auch diese Gefahr, dass wenn ich auf einem Tauchboot bin, 47 andere Taucher um mich rumstehen, alle mit dem Sender tauchen, habe ich halt nicht die Gefahr, dass eine gleiche Frequenz meinen Sender stören könnte, weil halt eine Seriennummer eindeutig ist. Okay. Wir haben hier einen Laptop, wir werden es jetzt nicht zeigen, aber man kann natürlich auch, glaube ich, die Daten am PC überspielen, oder? Ganz genau. Es gibt dafür die Software DiverLog. Das ist eine vollwertige, tolle
Tauchunterstützung, sage ich mal, um das Tauchprofil auch wirklich auswerten zu können, und habe viele Features, die ich gleichzeitig dann natürlich noch zusätzlich machen kann. Also natürlich mein Logbuch kann ich einpflegen, kann es mir auf dem Laptop speichern. Ich kann meine Tauchgänge am Computer planen. Ich kann aber auch meine Tauchgänge noch weiter, sage ich mal, aufhübschen. Ich kann Verbindungen mit meinen Fotos, die ich vielleicht auf dem Tauchgang gemacht habe, integrieren. Das heißt, bei 1,20 Meter in Minute 43 habe ich den Walhai gesehen und da markiere ich dann ein Bild rein. Ich kann auch meinen Tauchspot mit Google Earth verknüpfen, dass ich auch weiß, genau, okay, da war ich. Verknüpfung ist auch ein anderes schönes Stichwort. Ich kann es halt auch über soziale Netzwerke dann verbinden, synchronisieren, sodass ich quasi auch quasi meinen Freunden sagen kann, was habe ich erlebt. Mhm. Was ja für viele auch interessant ist, ist bei solchen Uhren, wie lange halten die Batterien? Kann ich sie selber wechseln oder wie sieht das aus? Also grundsätzlich empfehlen wir, alle 2 Jahre spätestens die Batterie zu wechseln. Mhm. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel habe ich den Computer wirklich genutzt. Also wenn ich in 2 Jahren 5 Tauchgänge mache, sollte das ganz plötzlich kein Problem sein. Habe ich da 2000 gemacht oder 200, vielleicht realistischer, ist vielleicht ein Batteriewechsel vorher schon notwendig. Aber ich habe auch eine Warnung, also wenn der Computer merken sollte, oho, die Batterie neigt sich dem Ende zu, werde ich rechtzeitig darüber informiert, sodass ich nicht die Gefahr laufe, beim Tauchgang auf einmal nichts mehr zu sehen. Okay. Und ein Batteriewechsel selber ist möglich. Das ist halt auch eine schöne Geschichte. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, kann ich im Notfall die Batterie selber wechseln. Es sind einfach bei dem Modell 4 kleine Schrauben hinten drauf, Standardbatterien verbaut, sodass es technisch keine große Schwierigkeit ist, die Batterie selber zu wechseln. Unsere Empfehlung ist natürlich trotzdem nach Möglichkeit, immer den Tauchsportfachhändler das machen zu lassen, einfach aus Sicherheitsgründen. Der hat die Möglichkeit, auch eine Druckprüfung nach Batteriewechsel durchzuführen. Das klingt ja jetzt alles sehr beeindruckend, aber die Firma Aqualung ist ja jetzt nicht für Tauchcomputer eigentlich bekannt. Wie könnt ihr die Qualität trotzdem sicherstellen, dass man sagt, okay, ich habe da trotzdem was Hochwertiges, Tolles gekauft? Das ist richtig. Wir haben natürlich zum einen natürlich schon viele Tauchcomputer verkauft in unserer Geschichte, aber wirklich ein eigenes Produkt, das eher nicht. Das ist richtig. Da sind wir jetzt relativ neu dabei. Allerdings können wir halt eine sehr hohe Qualität gewährleisten, dadurch, dass wir nicht jetzt bei Null wirklich tatsächlich anfangen, sondern wir haben Know-how in Aqualung aufgenommen. Wir haben wirklich 10, 15 Jahre Erfahrung jetzt bei Aqualung, was Tauchcomputer angeht, eingekauft letzten Endes und haben somit eine Inhouse-Lösung, die aber schon eine lange Geschichte tendenziell hat in dem Bereich und einfach weiß, was sie tut. Die werden in den USA produziert, ist also auch keine Fernostware. Selbst die eigentlich das sensibelste Teilchen, der Drucksensor, wird in den USA auch gefertigt in dieser Firma und halt nicht, wie es auch sonst in den meisten Fällen ist, fremd eingekauft. Der i450T von Aqualung. Sönke, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich meine, wir könnten jetzt noch jedes Modi durchgehen, aber ich glaube, das kann jeder selber machen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt, ist wirklich ein toller Computer mit einer tollen Optik und sowohl ein toller Begleiter für Reisen, für den Alltag, ist natürlich eine vollwertige Uhr auch, das darf man nicht zu vergessen. Aber mit Stoppuhr auch, glaube ich. Ja, selbstverständlich Alarm, also alles, was das Herz begehrt. Wunderbar. Sönke, dann vielen Dank, dass du es vorgestellt hast. Gerne. Und das war's von dieser Ausgabe von Dive TV.